Hallo Leute! Ja, Eddie Linkemann wieder da. Wir haben jetzt ein mysteriöses Evoli. Derjenige, der nicht weiß, was ein Evoli ist, den werde ich es natürlich verraten. Evoli ist ein Pokémon. Und der sechste Teil unseres Pokémon-Teams. Ja. Denn er schaut den PC ein. PC, Bits PC. Wir suchen auf das Pokémon-Lagersystem mitnehmen. Dann werde ich das ablegen, nämlich Voltoball. Und nun werden wir mitnehmen Evoli Level 25. Evoli wurde von Evoli erhalten. Was ist nun ein Evoli? Ihr wisst es noch nicht. Wir können Pokémon Center, wir haben einen Pokémon Rüssel gedreht. Dein Tauboga ist ja total am Arsch. Dann werden deine Pokémon wieder topfit. Komm wieder zu dir vorbei. Ja. Wo wollte ich hin? Ach ja. Das Lustige an Prismania City ist folgendes: Das Pokémon Einkaufszentrum. Also meiner Meinung nach ist das das größte der Pokémon-Geschichte. Und, also von außen ist es das größte. Ich weiß nicht, wie es in Schwarz und Weiß aussieht. Nein, ich möchte keinen TM kaufen. Was verkaufst du? Superball? Ne, brauche ich jetzt auch nicht. Wer jetzt gedacht hat, das war's schon? Nein, es geht noch ein Stockwerk weiter. Ja, wer bist du denn? Du bist noch nicht so weit. Vielleicht hilft dir das hier. Erhält TM18. Hey, vielen Dank. Und ihr seid cool. Mein Kumpel tauscht sein Kangama gegen meinen Georock. Komm, Georock, ich bin Georock-Sammler. Nanu, Georock hat sich zu einem anderen Pokémon entwickelt. Wie ich schon einmal erzählt habe, hier war die Bestätigung. Hallo, kann ich behilflich sein? Ja. Hier will ich hin. Feuerstein, wir haben ein Feuer-Pokémon. Donnerstein, wir haben ein Donner-Pokémon. Blattstein, funktioniert dann eben nicht. Und wir haben jetzt endlich ein Wasser-Pokémon. Wir haben ein Wasser-Pokémon. Du musst aber doch erst noch. Ja. Kommt mal runter. Evoli. Hey, Evoli entwickelt sich. Das ist Evoli. Oder das war Evoli. Und das ist unser neues Pokémon. Evoli wurde zu Aquana. Wir haben ein Aquana. Aquana ist ein schönes Pokémon, muss ich sagen. Ich mag's. Sie enthält Konter. Nein, ich möchte Konter keinem Pokémon beibringen. Teleport. Nein, ich möchte Teleport keinem Pokémon beibringen. Verkaufen. Ja, wir verkaufen Teleport. Wir verkaufen Konter, weil Konter. Ich bin nicht so einer, der Sachen wie Konter halt einsetzt. Ich bin halt der, der auf Offensive steht. Doch ich gehe noch weiter hoch, bevor wir Richtung Dingsbums gehen. So, wer gibt es hier? Hallo, kann ich dir behilflich sein? Der hat sowas. Ah, ja. Was ist das? KP Plus steigt KP. Und die Sachen steigen andere Statuswerte wie Init, Angriff, Verteidigung und Spezial. Hier Ex-Treffer kannst du im Kampf benutzen, dann triffst du eher. Mega Block, dann blockst du eher. Angriff plus, dann ist der Angriff stärker. Und so weiter. Das sind die. Doch hey, wir sind immer noch nicht ganz oben. Jetzt sind wir ganz oben. So, was gibt es hier?
Ich bin durstig, ein Königreich für ein Getränk. So, ob du es glaubst oder nicht, meine Schwester ist eine Trainerin, aber sie ist so kindisch, ich werde noch ganz verrückt. Ein Automat, zur Auswahl stehen. Wir kaufen uns ein Tafelwasser. Eine Flasche Tafelwasser liegt im Schacht. Sprudel. Eine Flasche Sprudel liegt im Schacht. Und natürlich Limonade. Steigt verbrauchte KP. Aber ich bin durstig, ich möchte etwas trinken. Gibst du dem Mädchen ein Getränk? Ja. Welches Getränk? Tafelwasser. Ja, Tafelwasser. Vielen Dank. Nimm bitte dieses Geschenk. Erhält TM13. Ist Eisstrahl. Damit kann man manche Gegner einfrieren. Haha. Ja. Wer hätte das erwartet? Nimm bitte dieses Geschenk. 48. Steinhagel. Damit kann man manchen Gegnern Angst einjagen. Oh. Doch, das war's noch gar nicht. Ha. Denn es gibt noch Limonade. Limonade. Vielen Dank. Nimm bitte diesen TM49. Triplette. Triplette ist das Rätsel. Aber diese Folge werde ich einfach ein bisschen rumgammeln. Das war ein Aufzug. Und ja. Jetzt haben wir viele TMs. Viel ist relativ. Aber wir haben TMs für zum Beispiel Aquana. Da ist ein Team Rocket-Typi. Wir gehen ins Poké Center, aber wie geht das mit deinem Pokémon erst vorhin noch geheilt? Hehe, ja, ich weiß. Folgendes. Wir haben ja jetzt diese drei. Dann gehen wir mal auf Eisstrahl. Eisstrahl wird sofort Aquana beigebracht. Lernt Eisstrahl. Dann Hyper Speed, Triplette. Ein Pokémon beibringen, ja. Kann keins lernen, das ist schade. Steinhagel kann Dicktree, glaube ich, lernen. Ja. Versuch Steinhagel zu erlernen, aber der kann ja vier Attacken erlernen. Soll eine Attacke von Steinhagel vergessen werden? Ja. Welche Attacke soll vergessen werden? Heuler. 1, 2, schwupp. Dicktree hat Heuler vergessen und lernt Steinhagel. So viel dazu. Ah, genau, zu unserem PC. Entschuldigung. Ablegen. Wir legen ab. VM1 brauchen wir fürs erste nicht. Ah, fu. VM5. Wurde gelagert. Nom. 49. Wurde gelagert. Und wir nehmen jetzt auf. Warte, was haben wir hier? Ah, fu. Ah, okay, Anzahl. Welche ist immer? Nein, das war's. Item. Oh mein Gott, wie die Zeit vergeht. Blubstrahl, Pokémon, ja. Nämlich Aquana. Lernt Blubstrahl. Und damit diese Folge nicht umsonst war, trainieren wir Aquana noch Level. Keine Ahnung. Und dafür gehen wir in das hier Gras, wo wir nämlich noch nicht waren. Knuffenser. So sieht Aquana von hinten aus. Kann Tackle, Sandwirbel, Eisstrahl, Luftstrahl. Komm, wach schon auf. Wach schon auf. Wach auf. Ah, ach, der ist aufgewacht. Ah, fängt er schon toll an. Eisstrahl. Oh, ich hätte die Attacke mal zeigen können. Hier nochmal. Eisstrahl. Wie ist schön, diese Attacke. Die Attacke ist sehr effektiv. Es gab schon Flug-Pokémon, aber halt eben noch keine Flugattacken. Eisstrahl ist auch deswegen gegen Pflanze sehr effektiv. Nochmal ein Taubsi und wir setzen mal Blutstrahl ein. Wie schon gesagt, diese Attacke hat meine Kindheit von Grund auf verändert. Machen wir Blubstrahl und dann machen wir Eisstrahl und dann machen wir Blubstrahl und dann machen wir Eisstrahl und dann machen wir Blubstrahl. Erreicht Level 26 und dann machen wir Eisstrahl und dann machen wir
Blubstrahl. Und da machen wir lieber Blubstrahl, weil wir Eisstrahl nicht so viel haben. Da machen wir nochmal Blubstrahl. Wir machen nur Fenser Eisstrahl. Und da ist ein Vulpix. Vulpixe sind also recht selten im Gegensatz zu anderen Pokémon. Auf der roten Edition gibt es Fukano. Und ich mache ganz viel Blubstrahl. Und ich bin immer noch Level 26. Weil das hier kein gutes Training ist. Versuche Ruckzucki zu erlernen. Kann ich mir jetzt die Attacken erlernen? Soll ein anderer Fall so gut von Ruckzucki vergessen werden? Ja! Sandwirbel nämlich. 1, 2, schwupp. Hat Sandwirbel vergessen und lernt Ruckzucki. Eisstrahl, Blubstrahl, Blubstrahl, Ruckzucki. Nein, vergiftet. Gegengift. Das war dumm, denn ich wäre demnächst eh in ein Pokémon Center gegangen. Ruckzucki. Die Runde war gut. Ja, das ist heute unsere Trainingsepisode. Nein, ist es nämlich gar nicht. Diese Episode dreht sich rund um Aquana, weil ich das jetzt gerade so entschieden habe. So, gehen wir ins Pokémon Center. Heilen unsere Pokémon, hauptsächlich Aquana. Ihr habt gesehen, was ein Evoli ist. Ihr habt gesehen, was ein Aquana ist. Und ja. Bevor es weitergeht, ganz normal. Kurze Einführung. Das hier, glaube ich, was Prismania City ist. Ne, Tipps für Trainer, Mega Block Schild, zwei Spezialattacken wie Feuer oder Wasserdrang. Kannst du im Einkaufszentrum von Prismania City. Ja, genau. Und hier, tauschen Münzen gegen Preise, Wechselstube. Und hier ist, wie heißt es nochmal? Rocket Spielhalle, ein Spielplatz für Erwachsene. Eine Spielhalle. Da wir aber 10 Jahre alt sind, können wir mit dieser Spielhalle nichts anfangen. Nein, wir gehen da trotzdem rein. Was ist hier? Ein Restaurant. Ach ja, stimmt. Ich glaube, der war's. Hier findet sich ein Keller. So, kleiner Spoiler von diesem netten Herrn. Was hier ist, sehen wir auch noch. Dann hier unten Hyperspeed und da links ist die Arena. Da ist die Arena. Und ja, hier ist, hier kannst du durchschneiden. Hier ist ein Relaxo. Wenn du da durchschneidest, bekommst du eine VM. Mit dieser VM ist alles leichter. Doch, wir sind ja hier zum Trainieren. Ein Level möchte ich noch haben. Ein Level noch. Level 29 reicht mir nämlich vollkommen aus. Ein Vulpix. Vulpix geben wenig EP, deswegen ist das alles. Was? Ach, Wirbelwind. Ah, Schande. Ich glaube, sie benutzt Wirbelwind und hat uns weggeblasen. Komm schon, eins kriegen wir noch hin. 29. Oh Mann, das war doch mal spannend, oder? Puh. Heilen und weg. Und bevor wir in die Spielhalle gehen, wo wir nämlich hin müssen, gehen wir hier rein. Reden. Boss, wir haben gerade 2000 Pokémon als Preise versandt. Oh toll, schenken dem Poster in der Spielhalle keine Beachtung. Dahinter ist kein versteckter Schalter. Wie? Haha, mit den Spielautomaten verdienen wir uns eine goldene Nase. Ja, toll. Das war schon Pokémon für heute. Wir sehen uns morgen wieder. Ja, wir sehen uns morgen wieder. Wenn es heißt, auf zur Rocket-Spielhalle. Und ja. Ich bin Eddie Winkelmann. Ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder. Wir spielen dieses Spiel weiter. Bis dahin. Ciao.